siehst du es mit diesen verschiedenen Verantwortungsebenen? Also einerseits im Kanton hast du viel zu sagen, aber du wirst natürlich auch zum Teil eingeschränkt durch Bundesgesetze, die wirken. Und aber auch in den einzelnen Gemeinden den Widersacher findest. Bist du nicht manchmal so ein auch ein Gango von vielen anderen Entscheidungsträgern? Gut, das ist das eine. Das ist die Struktur, die wir haben, durch viele gesetzliche Vorgaben und organisatorische Reglemente und so. Das ist aber einerseits auch auf eine Art Trost, weil es ist so viel eigentlich vorgegeben, dass man nachher sich auf das kann ausrichten, wo man eben noch den Spielraum hat und alles andere, das läuft einfach. Das ist so wie ein stabiler Boden. Man würde nicht merken, wenn ich jetzt 3 Wochen nicht da wäre, dann würde niemand merken. Da würde man vielleicht irgendwie sagen, Herr Klöti hat gerade keine Zeit jetzt, aber der ganze Laden würde weiterlaufen. Und das kann man auch nur machen, wenn man den Nerv hat, in einer Führungsposition auch zu delegieren, weil die Verantwortungen sind klar. Jede Funktion hat ihre Kompetenzen. In der Regierung hat 7 Mitglieder und die 7 können auch 6. Tage oder sogar 12. Also das ist natürlich eine Sicherheit in unserem System, wo ich finde, das gibt jedem Politiker eben auch zum Teil ein bisschen freien Rücken, dass man sich nicht um alles immer wieder neu muss kümmern. Jetzt haben wir das gesehen als Einschränkung. Ich sehe es als optimistisch denkender Mensch halt immer positiv und nehme das als Struktur, wo ich dann eben dafür weiterziehen kann und mich dort einsetze in diesen Gebieten, wo ich glaube, es hat noch das Potenzial. Noch eine fakultative Frage. Wenn die 5 Tage ohne dich und dir etwas hineinbremsen, stehst du da auf und protestierst? Oder? Das ist eine theoretische Frage. Nein, das ist gar keine theoretische Frage, aber das ist eine ganz wichtige Frage. Weil, wenn so ein Gremium nicht ein absolut starkes Vertrauensverhältnis hat untereinander, was Kollegialität betrifft, dann muss man gar nicht mitmachen. Ich würde nie in einer Regierung dabei sein, wo ich riskieren müsste, dass wenn ich einmal in einer Sitzung nicht dabei bin, dass dann etwas zu meinen Ungunsten läuft. Das ist ja genau das, was eigentlich das Gremium ausmacht. Und darum heisst es bei uns ja auch Mitglied der Regierung. Wir sind ein Kollektiv. Und das Kollektiv muss funktionieren und jeder muss für den anderen gerade stehen. Und natürlich bringt jedes Departement oder mal eine politische Seite bringt etwas in eine Behörde oder in einen Entscheid hinein, wo man sich dann zuerst mal auseinandersetzen muss. Wenn es aber entschieden ist, dann ist es für alle klar. Und das ist eben das Kollegialitätsprinzip. Und auch das, finde ich, in der Schweiz tut uns wahnsinnig gut, weil wenn die Regierung entschieden hat, dann ist es für alle klar und dann ist es so. Ungeachtet der Parteienprovenienz oder so? Absolut ungeachtet. Wir gehen dann in die Regierung und tun vorher irgendwelche Botschaften zuspielen und quasi vorentscheiden. Keine Koalitionen voraus? Nichts, keine Absprachen, das ist verbönt. Das machen wir nicht. Und auch in der Regierungssitzung dann sind Diskussionen nicht an der Parteilinie geführt, sondern die sind sachpolitische Ebene geführt. Und darum finde ich die Exekutive für mich als einzig richtig, weil ich bin Sachpolitiker. Und im Parlament hingegen, dort läuft es auf der Parteischiene in der Argumentation, ist alles ein bisschen überzeichnet, man muss dort noch viel lauter schreien, um überhaupt etwas zu bewegen. Und da hat es natürlich ein Exekutivmitglied schon viel besser. Aber wirst du denn nicht manchmal von deiner Partei als Verräter wahrgenommen, weil du eben nicht so sehr der Partei Dienst, sondern die Exekutive? Nein, das ist nicht so zu sehen, weil das weiss die Partei, dass die Regierung einen Gesamtentscheid trifft. Und dass natürlich jedes Mitglied unserer Partei sich bemüht, einen Entscheid in die Richtung zu führen, wo der Partei entspricht. Aber das klingt nicht immer. Aber es klingt mal ein bisschen mehr auf die SEP und mal mehr auf die andere Seite. Und darum ist es ja schön, dass die Regierungen bei uns nicht so einseitig besetzt sind. Also bei uns ist im Kanton St. Gallen die Verteilung 2, 2, 2 und 1. Also zweimal SP, zweimal FDP, zweimal CVP, einmal SVP. Und damit ist eigentlich das Parteienspektrum sehr gut abgebildet. Und darum respektieren die Parteien, dass ein Entscheid von einer Regierung so oder so ist. Im Parlament tönt es dann wieder anders. Aber darum hat man ja die beiden Ebenen.
darum haben wir in unseren Sessionen dann natürlich ganz heftige Diskussionen, aber letztlich zählt dann dort einfach das Abstimmungsergebnis und auch das muss man dann zur Kenntnis nehmen. Gibt es so etwas wie typische Anfängerfehler, die ich vielleicht dann könnte vermeiden, wenn du mir einen guten Rat gibst? Das ist genau auch so etwas. Wir reden immer von Fehlern und ich meine, wo man schon ohnehin in der Schweiz recht stark defizitorientiert denkt, finde ich, sollte man das abwerfen können. Und Kinder zum Beispiel haben doch auch den Eindruck, sie machen Fehler. Dabei, niemand als Kind hat so viele schöne Ideen. Und vielleicht sind das einfach ein bisschen Ideen gewesen, die nicht passen, aber Fehler, würde ich sagen, sind es nicht. Ein Fehler wäre, wenn man an der Bevölkerung vorbeipolitisieren würde, wenn man nicht hört. Und das ist, glaube ich, für einen Politiker noch wichtig. Er muss zuerst hören, dann überlegen und dann etwas sagen. Also in diesen drei Schritten. Wenn du dann einmal auf deine politische Karriere kannst zurückschauen kannst, auf was würdest du bis jetzt am meisten stolz sein in deiner Tätigkeit als Politiker? Die grösste Freude habe ich, wenn ich spüre, dass sich in den Köpfen der Leute etwas verändert hat. Dass sie sich neu aufstellen, dass sie sich etwas zutrauen, was sie sich vorher nicht zutraut haben. Dass sie an ihre Stadt oder an ihren Kanton glauben und sagen, da bin ich gut aufgehoben, da bin ich richtig und der Staat verlangt nicht nur, er gibt auch etwas. Dann, finde ich, habe ich die Aufgabe eigentlich gut gemacht.